Ja, Kurt Ecker, das Buchs, frisch gewählter Nationalrat, vorher eben estlicher Grossrat im Kanton Thurgau und jetzt eben Nationalrat. Du bist ein von diesen Grünen, der einfach eben gewonnen hat und eben einem FDPler Drang abgelaufen hat. Das aber ist nicht das Thema. Aber interessant ist noch, dass du heute das Buchs bist und der, der die Sitzung leitet, das Buchs, der Stadtrat, der ist ein FDPler. Das ist doch gleich noch etwas ganz Spezielles. Du kommst auf Buchs und beratest Buchser. Was macht denn Buchs speziell gut? Man hat letztes Mal hören, Sachen CO2 sind Buchs der Musterknabe im Kanton St. Gallen. Was macht denn Buchs besonders gut? Ja, Buchs ist also schon so etwas wie eine Vorbildgemeinde bei Energiestadt. Ich bin selber Leiter von dem Programm Energiestadt, gesamtschweizerisch, und bin gleichzeitig seit 20 Jahren Energiestadtberater in Buchs. Und darum habe ich die Stadt begleitet bis heute. Und Buchs ist tatsächlich so ein vorbildlich. Die probieren die Energiestrategie 2050, die wir auf schweizerischer Ebene haben, wo auch Kantone dazustehen, versuchen sie in der Praxis umzusetzen. Und das heisst, sie haben einen Haufen Photovoltaikanlagen, sie machen erneuerbaren Strom, sie nehmen die Wärme von der KVA, und etwa ein Drittel von allen Häusern in Buchs werden mit Abwärme aus der KVA beheizt. Und im Strombereich haben sie noch zusätzlich Wasserkraftwerke. Sie nutzen auch Trinkwasser, das oben runterkommt, wenn sie gleichzeitig noch Strom produzieren. Und das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Oder? Gemeinden und Städte, die müssen erneuerbare Energie, erneuerbaren Strom produzieren und müssen bei den Heizungen wegkommen von Öl und Gas. Haben Sie auch ein Schwein gehabt? Ich kann mich erinnern, bei damals bei der Radio DRS war, ist Rosenbergsau geschossen worden und hat sich geheißen, Zwittnau der Kirche, kann mich noch gut erinnern. Wir wollen keinen schwarzen Schnee in Zwittnau. Und dann ist Rosenbergsau nicht dorthin gekommen. Jetzt haben wir hier natürlich eine KV, also eine Verbrennungsanlage, wo glaube 44 Gemeinden angeschlossen sind. Wir zahlen natürlich wohlverstanden für den Müll, um dort zu entsorgen. Und Buchs natürlich profitiert davon. Ist das ein Glücksfall gewesen, die VfA? Ja, im Prinzip ja, ein Glücksfall. Also, grundsätzlich ist die Fernwärme, die man da in die Häuser bringt, das ist selbsttragend. Also von dem her müssen die außenliegenden Gemeinden nicht an die Fernwärmeversorgung von Buchs zahlen. Ein Glücksfall ist es insofern natürlich, dass die KVA in Buchs steht. Weil wenn man 10 Kilometer weg ist, dann kann man das nicht machen. Aber inzwischen sind ja doch schon andere Gemeinden auch dran. Grabs ist dabei und von dem her, ja, auf der einen Seite ein Glücksfall und auf der anderen Seite natürlich eine fortschrittliche KVA oder der VfA. Der Verein ist fortschrittlich und hat eine super Zusammenarbeit mit dem Stadtrat von Buchs und darum funktioniert das. Darum kann man auch, auch wieder investieren. Darum sind die Preise sind relativ günstig für die Hauseigentümer und darum schliessen sie so viel an. Du bist politisch ein Grüner, hast selber Maschinenbau in der ETH natürlich studiert, also du schaust alles als Berater natürlich ganz genau an. Wenn ich jetzt so durch die Städte durchlaufe, ich habe verschiedene Energieclips gemacht, also Energiestadtclips für den Kanton, wenn ich so durchlaufe, denke ich, es wird doch immer mehr Energie gebraucht und gleich reden alle von Energiezielen und so weiter. Also, oder täusch mich denn da? Also, hast du immer das Gefühl, Weihnachtsbeleuchtung, LED, bei jeder Schau da braucht es unglaublich Strom und Energie und alle reden von Energiesparen. Ja, das stimmt schon nicht ganz. Ne? Das stimmt nicht ganz. Also zum Beispiel im Stromverbrauch, wo man ja besonders ein bisschen auch darauf schaut und wo man sagt, man braucht mehr, weil es Beleuchtung hat. Man hat Wärmepumpen, die brauchen mehr. Man will jetzt noch Auto fahren, elektrisch, hat man das Gefühl, es brauche ich mehr. Aber insgesamt nimmt auch der Stromverbrauch pro Person nimmt der insgesamt ab. Und selbstverständlich muss man künftig noch mehr abnehmen, aber grundsätzlich geht es zurück. Bei der Wärme ist es natürlich noch viel extremer. Da haben wir die neuen Häuser heute, die brauchen weniger als die Hälfte von der Energie, von denen, die wir vor 30 Jahren gebaut haben. Im Wärmeverbrauch nimmt der Energieverbrauch gewaltig ab. Das ist wahrscheinlich etwa nur ein Drittel gesunken in den letzten 30 Jahren und wird in diesem Stil weiter runtergehen. Wo wir das Ziel noch lange nicht erreicht haben und wo wir immer zunehmen, ist Mobilität. Oder? Wir haben immer größere Kleppe vom Fahrrad, immer weiter, dort haben wir also noch schon eine grosse Aufgabe für uns. Insbesondere als Buchs, wenn man sieht, die riesigen Stau oder mit denen wahnsinnig vielen Zufahren nach Liechtenstein. Also eben, was siehst du dort denn für Möglichkeiten? Das ist ja auch so ein Knackpunkt. Also, obwohl es Buchs ein CO2-Musterknabe im Kanton ist, aber bezüglich Verkehr könnte man noch einiges machen. Siehst du dort Möglichkeiten? Ja, grundsätzlich ist das tatsächlich der Knackpunkt. Und ist auch tatsächlich so, dass ihr da natürlich direkt vor der Haustür seht, wenn man die Pendler sieht, die ins Ländli rausgehen und wieder zurückkommen. Also es gibt ja so wie zwei Wege. Das eine ist
dass man effizientere Fahrzeuge macht, weg von Benzin und Diesel, also sprich Elektromobilität, das ist der eine Weg, dann haben wir wenigstens keinen CO2-Ausstoß mehr. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Lösung, weil den Vielverkehr den haben wir immer noch. Und da gibt es halt fast nur eins, wir müssen den ÖV ausbauen, wir müssen den Veloweg machen, die komfortabel sind, Schnellrouten. Und innerhalb der Stadt müssen wir auch für Fußgänger möglichst bequem können umeinander fahren. Wir müssen vielleicht Hauslieferdienste machen, dass wir nicht mehr das Zeug mehr heimschleichen, sondern dass es jemand bringt mit dem Cargo-Bike. Und in diesem Bereich müssen wir noch zulegen. Aber es ist tatsächlich ein Knacknuss. Und da wären wir natürlich wieder zurück bei der Politik. Du bist Berater, aber insofern natürlich eben auch glaubwürdig, weil du eben auch bei den Grünen bist. Also ist das irgendetwas, dass die Grünen es doch der Wahlerfolg haben, dass es uns näher bringt an die ganze Energieziele 2050? Ja, von dem bin ich natürlich überzeugt. Oder? Ich bin davon überzeugt, dass wir die Wahlresultate, die wir hatten, das ist ein Ausdruck davon, dass die Thematik in der Bevölkerung angekommen ist, dass sehr viele Leute erkannt haben, dass die ganze Klimaproblematik ist eine ernsthafte Frage, ist eine Frage, die uns alle betrifft in Zukunft, vielleicht die ersten 10 oder 20 Jahre. Aber ich glaube, die Erkenntnis ist jetzt in der Bevölkerung angekommen und darum haben wir die tollen Wahlresultate gehabt. Du machst weiter zu Buchs. Was siehst du jetzt als nächstes Ziel? Was könnte ein Leuchtturm werden noch zu Buchs? Ja, man muss sicher, eben Buchs ist ja relativ schon gut auf dem Weg und darum geht es glaube schon darum, dass man auf dem Weg weitermacht. EW Buchs zum Beispiel investiert jährlich eine Million in Photovoltaikanlagen und bis wir die Ziele erreichen, wir sind ja jetzt erst bei ein paar Prozent Photovoltaik und wir wollen am Schluss irgendwie 40 haben. Bis dann muss natürlich fast auf jedem Dach, auf jedem möglichen Dach, muss eine Photovoltaikanlage stehen. Man kann auch den Wärmeverbund noch so ein bisschen mehr ausbauen. Und nachher sind es tatsächlich dann die Sachen vom Verkehr, die wir nachher angehen. Für die Stadt Buchs selber ist es geht's mehr um die Innenstadt, wo sie etwas machen können. So ein bisschen die grösseren Bewegungen ist dann Kompetenz vom Kanton und vom Bund. Da kann die Stadt selber dann nicht mehr so viel machen. Nicht die als Berater angesprochen, aber schreck kein Geiss weg, da ist übereinander natürlich Politik gefordert, oder? Das ist selbstverständlich Politik gefordert und aus meiner Sicht ist ja da heute die grösste Hürde. Wir haben Häuser, können wir bauen, problemlos, mit null Energie. Wir haben Auto, wo kein CO2 ausstoßen. Wir können Strom produzieren, wo super ist. Also wir haben die technischen Möglichkeiten. Die Möglichkeiten sind erst noch wirtschaftlich und sind volkswirtschaftlich sinnvoll. Die Hürde, die wir heute haben, ist tatsächlich Politik, dass dort die Einsicht noch zu wenig verankert ist und dass man dort halt noch zu wenig Mehrheiten findet. Und da hoffen wir jetzt, dass das ein bisschen kehrt.